Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem Aktionär-TV-Interview. Wir schauen mal wieder auf Megatrends und das möchte ich natürlich an dieser Stelle tun mit Michael Proffe, unserem Trendfolger. Schönen guten Tag, Herr Proffe. Heute geht es mal um das Thema Digitalisierung. Könnte das vielleicht der Megatrend schlechthin sein? Ja, schönen guten Tag, Herr Uhme. Wir erfahren ja fast jeden Tag, dass uns die digitale Welt gravierend verändert werden und dass das Tempo immer mehr zunimmt. Wir hören jeden Tag etwas über autonomes Fahren, über schnelleres Internet, so wie 5G-Internet zum Beispiel, oder künstliche Intelligenz, Robotik und so weiter. Dabei, wenn man genau hinschaut, begleitet uns die Digitalisierung der Welt schon über 2 Jahrzehnte. Nur ist es in den letzten Jahren dazu gekommen, dass die Digitalisierung in all unseren menschlichen Bereichen immer mehr hineingreift und wir immer mehr davon betroffen sind und wir das jetzt auch mehr wahrnehmen, viel mehr wahrnehmen. Und daher kommt auch diese Wucht, die die meisten Menschen so spüren, dass diese Veränderung gewaltig sein wird. Ja, sie wird auch gewaltig sein, weil dadurch die Wirtschaftslagen sich grundsätzlich verändern werden. Es entstehen viele, viele neue Wirtschaftsfelder. Einige werden verschwinden, aber wir werden gigantisches Wachstum haben. Ja, die Digitalisierung dieser Welt, die wird uns gravierend verändern. Und das hat nicht gerade was mit den großen Namen wie Amazon, Apple, Netflix, Alphabet oder sowas zu tun. Die meisten Menschen verbinden das da immer mit. Stimmt aber nicht, es sind andere Unternehmen, es sind Spezialisten, die eigentlich den ganzen Background dazu gestalten, damit überhaupt eine Apple leben kann, eine Amazon leben kann, eine Facebook leben kann und eine Alphabet leben kann. Ohne diese Spezialisten würde es nämlich die Digitalisierung der Welt gar nicht geben. Und wir wollen heute auf zwei solche Spezialisten blicken. Als ersten Wert haben Sie uns Xilinx mitgebracht. Inwieweit wird denn Xilinx die Digitalisierung mitgestalten? Ja, Xilinx ist, oder Xilinx, wie man das auch aussprechen möchte, ist ein Computerchip-Spezialist, der sogenannte FPGA-Chips herstellt. Das jetzt alles zu erklären, wäre sehr aufwendig, das reicht die Zeit nicht zu. Ganz einfach, diese Chips sind fast überall zu finden. Ob sie nun in der Cloud zu finden sind oder in 4G-Netzwerke oder in den neuen 5G-Netzwerken oder zum Beispiel in der Fliegerei, in der Avionik, in der Autoindustrie, in der Fertigungsindustrie, Gesundheitsindustrie, bei MRTs zum Beispiel. Eigentlich sind diese Chips überall zu finden. Und wenn wir uns mal den Chart dieses Unternehmens über die letzten 10 Jahre anschauen, dann können wir sehen, das ist ein Aufwärtstrend von links unten nach rechts oben. Daran können wir auch erkennen, dass die Digitalisierung schon seit langer, langer Zeit läuft. Nur sie nimmt jetzt immer mehr an Fahrt auf, Dynamik, weil sie immer breiter in unser gesellschaftliches Leben eingreift. Wir können aber auch sehen, dass dieser Aufwärtstrend ziemlich zackig ist, weil wenn man in dem Bereich der Computertechnik ist, da interessiert es den Anlegern sehr oft die Quartalzahlen. Und deswegen ist da immer so ein Zackel drin und das ist nicht so fließend. Trotzdem ist es natürlich eine Wahnsinns-Performance über einen längeren Zeitraum. Und diese Performance wird sich in den nächsten Jahren dynamisch weiterentwickeln. Und das ist einer der Unternehmen, ohne dieses Produkt, was das Unternehmen herstellt, würden wir in der Digitalisierung überhaupt keinen Schritt vorankommen. Dann blicken wir noch mal ein bisschen in die Zukunft. Was denken Sie denn, wie könnte 2019 für dieses Unternehmen werden? Ja, das schauen wir mal auf so einen Jahreschart, damit ein Anleger auch sieht, auf was er sich da einlässt. Das Unternehmen hat in diesem Jahr eine gute Performance hingelegt, aber wie wir sehen, das ist fast wie so ein Sägezahn. Da sind ziemlich viele Einbrüche drin, weil, wie gesagt, dieser Bereich der Technologie sehr empfindlich auf Zahlen, auf kurzfristige Zahlen reagiert. Das ist also etwas nur was für langfristige Anleger, die auch Schwankungen abkönnen. Die Aktie wird im Jahresende irgendwo um die 30% in diesem Jahr liegen. Im nächsten Jahr werden wir zwischen 50% und 60% liegen. Langfristig werden wir viele, viele Verdoppelungen in diesem Aktienkurs noch sehen, weil ohne die Produkte dieser Firma wird nichts auf der Welt funktionieren in der ganzen Digitalisierung. Das heißt, hier ist ein Wachstumsmarkt vorhanden, der ja gerade explodiert. Das heißt, die Entwicklung, die wir da die letzten 10 Jahre gesehen haben, werden wir definitiv in der Zukunft in einer wesentlich höheren Dynamik sehen. Aber wie gesagt, der Anleger muss diese Schwankung abkönnen. Dann ist er da drin gut aufgehoben. Wer kurzfristig unterwegs sein möchte, der kann damit auf die Nase fallen, weil wenn er gerade eingekauft hat, dann kann es gerade mal 10-15% runtergehen. Wenn er dann die Reißleine zieht, hat er natürlich verloren. Also nur etwas für jene, die langfristig denken und große Performance haben möchten. Dann schauen wir heute noch auf einen zweiten Wert und das ist Microchip Technology. Was hat denn dieser Konzern aus Ihrer Sicht zu bieten? Ja, das ist natürlich auch eine spannende Story. Dieses Unternehmen ist natürlich auch im Halbleitersektor unterwegs und das ist einer der schnellst wachsenden Bereiche, die es überhaupt gibt. Weil Sie können sich vorstellen, Platinen werden immer kleiner. Überall in der Digitalisierung wird es nachher Platinen geben. Da brauchen wir Halbleiterelemente. Da ist ein Wachstum
sehr großes Wachstum vorhanden und in einer Schnelligkeit verändern sich da die Prozesse, die sind unglaublich. Reden wir über autonomes Fahren, was auf uns zukommt, ohne Halbleiterprodukte geht da überhaupt gar nichts. Und da ist das Unternehmen an erster Front mit dabei. In der Flugindustrie, in der Fertigungsindustrie, in der ganzen Fertigungsstraßen, Industriefertigungsstraßen, überall werden diese Produkte gebraucht und die finden ja in den nächsten Jahren einen riesen Umbruch. Da wird ja alles digitalisierter und mit künstlicher Intelligenz angereichert. Das heißt, die Halbleiterelemente von Microchip Technology werden dann überall gebraucht. Und wenn man sich da das Wachstum dieses Unternehmens mal über die letzten 10 Jahre anguckt, die Aktie ist um über 1000% gestiegen. Und die Geschichte fängt auch dort jetzt eigentlich erst an. Weil, wie gesagt, die Welt wird immer digitalisierter. In allen wichtigen Bereichen ist dieses Unternehmen Zulieferer. Das heißt, hier werden wir in Zukunft extrem starkes Wachstum sehen und dementsprechend natürlich auch extrem starke Gewinne und Kurssteigerungen. Aber wir haben es schon ein bisschen ganz rechts im Chart gesehen. In diesem Jahr gab es einen deutlichen Rücksetzer. Ist es jetzt vielleicht trotzdem der perfekte Zeitpunkt, hier einzusteigen? Ja, sowas liebe ich ja. Es ist das Spannendste überhaupt, wenn solche Megatrends korrigieren. Sie haben ja nicht korrigiert, weil das Unternehmen schlechte Zahlen oder sowas rausgegeben hat, sondern der Markt hat korrigiert und die Aktie hat ganz einfach mit korrigiert. Und das sehen wir jetzt an diesem Chartbild. Wir sehen die Korrektur, wie das da rechts runtergeht. Jetzt haben wir gerade im Boden gefunden. Das ist ja so ein super Geschenk, da jetzt die Aktie zu kaufen. Wer sie also noch nicht hat, kriegt die jetzt viel, viel günstiger. Das heißt, hier ist die Möglichkeit, in den nächsten 5-6 Monaten 50-60% Kursgewinn zu generieren bis zum alten Hoch, um dann weiter zu steigen. Also solch eine Chance nimmt man ganz einfach wahr, weil die Perspektiven für das Unternehmen sind einfach genial. Und wenn man dann so eine Korrektur am Markt hat, dann greift man ganz einfach zu, kauft sich die Aktie und kauft einen trendbegleitenden Optionsschein dazu. So einfach, so schnell Geld zu verdienen, solche Chancen gibt es halt nicht oft. Deswegen bei einer Korrektur läuft man nicht weg, man guckt genau zu und dann greift man zum rechten Zeitpunkt zu. Und wir haben gerade den richtigen Zeitpunkt. Die Börsen erholen sich gerade alle wieder und alle guten Trendfolger, die werden schneller wieder beim alten Hoch sein, als man sich umschauen kann. Deswegen, liebe Leute, greift zu. Besseres Moment gibt nicht. Herr Proffer, dann sage ich besten Dank für Ihre Einschätzungen. Sehr gerne, Herr Uwe. Bis zum nächsten Mal. Ja, hoffentlich sind Sie dann auch wieder mit dabei beim nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.